Die nächste Frage, die mich erreicht hat, ist, wenn das Auge 1,5 mm länger ist als Gullstrand, warum ich nicht mit der Augenlänge rechne, sondern mit A'A. Das ist recht lustig für mich, die Frage, weil ich weiß gar nicht, wie oft die schon gestellt wurde. Das ist ein so simpler Zusammenhang. Mit LA kann man nicht weiter rechnen, außer dass man die Augenlänge angibt. Ansonsten macht die Augenlänge nichts. Das heißt, wenn die Augenlänge hier die Augenlänge vom Gullstrandwert ist, plus 1,5 mm, dann kann man, wenn man sich das Leben sehr schwer machen möchte, das möchtet ihr oft, dann kann man das hier erst ausrechnen und wenn man die dann ausgerechnet hat, dann kann man auf A'A kommen. Und nur mit A'A und nur mit der BAT-Formel kann man weiterrechnen. Das heißt, wenn das hier länger ist, dann ist auch A'A ist gleich A'A plus 1,5 mm. Weil insgesamt immer gilt, dass LA gleich A'A ist plus 1,631 mm. Das heißt, natürlich könnt ihr erst ganz umständlich mit der Augenlänge rumrechnen und so weiter. Nur wenn die Augenlänge sich ändert um 1,5, dann tut das hier dieses A'A einfach auch mit. Und damit könnt ihr nicht weiterrechnen und es dauert total lange. Also wenn ihr den Zusammenhang versteht, dass A'A sich genauso mit verändert, wenn sich die Augenlänge verändert, dann stellt sich diese Frage gar nicht mehr, weil ihr braucht A'A für immer wieder die BAT-Form. Das ist immer wieder dasselbe. Aber ihr dürft mir alle Fragen stellen. Ich wundere mich nur, dass ihr euch das Leben immer so schwer machen wollt. Es ist ganz leicht. Ihr müsst nur sagen, Augenlänge, ja, hier nochmal als Skizze, wenn das die Augenlänge ist, da können wir nichts mitmachen, außer dass wir die Augenlänge angeben. Hier mit der BAT-Formel können wir wunderschön rumrechnen. Das heißt, wenn das sich verändert, verändert sich das auch mit, weil das immer gleich bleibt. Also zumindest bei den Rechenaufgaben bleibt das immer gleich. So, bleibt weiter gesund, genießt ab und zu auch mal das Wetter und nehmt euch immer ein Lernfeld nach dem anderen vor. Nicht alles auf einmal, sonst wird das zu viel. Und stellt gerne weiter Fragen. Macht es gut. Tschüss.